Wenn bei einem medizinischen Notfall der Arzt kommt, sind dessen Möglichkeiten begrenzt. Zur genauen Diagnose muss der Patient ins Krankenhaus gebracht werden. An der Uni Freiburg lernen Medizinstudierende an einem System, das die Versorgung revolutionieren kann. Ja, jetzt kannst du mal in die Hand nehmen. Ein kleines Ultraschallgerät, so groß wie ein Handy, macht es möglich, bereits am Notfallort ganz viel über den Gesundheitszustand herauszubekommen. Domagoj Damjanovic erklärt es den Studierenden. Und das ist jetzt der Venenmodus. Und das könnten wir jetzt eigentlich auch direkt live untersuchen. Die gute Nachricht für alle Patienten mit schwierigen Venen ist, man muss jetzt nicht 10-mal stechen, bis man eine gefunden hat, sondern man kann sie tatsächlich sichtbar machen mit dem Schall. Und das will ich jetzt einmal mit euch machen. Du brauchst natürlich Ultraschallgel als Ankoppelung. Und dann schau mal, ob du irgendwas identifizieren kannst, was wie ein Gefäß aussieht. Da, sehr, sehr oberflächlich. Und die so oberflächlich, da würdest du wahrscheinlich mit dem Schall keinen zusätzlichen Gewinn haben, um die zu punktieren. Sie ist natürlich jetzt eine sehr dankbare Patientin, ja, die, wo wir auch ohne Ultraschallgerät den Zugang machen könnten, weil wir diese Venen gut sehen. Wir reden ja hier von den versteckten Venen, die man eben genau nicht sieht und nicht tasten kann, die unter der Haut versteckt sind. Man setzt tatsächlich die Nadel in der Nähe auf und macht dann auch die Nadel im Ultraschallbild sichtbar. Das ist ja genau der Trick, dass man dann genau im Gewebe sieht, was man mit der Nadel tut, das sieht man sonst ja nie. Bei einem Unfall geht es darum, akute innere Verletzungen aufzuspüren. Und das kann man mit dem Ultraschall vergleichsweise einfach, wenn man die richtigen Stellen kennt. Genau, optimal. Ja. Und jetzt hast du es eigentlich schon eingefangen. Perfekt, super. Das heißt, wir sehen jetzt hier unten, was ist das helle Band, was denkst du? Ganz heller Reflex. Also Wirbelsäule. Wirbelsäule, genau. Wir schallen durch die Organe auf die Wirbelsäule und wir sehen jetzt hier links im Bild ein parenchymatöses Organ. Die Leber. Leber, hier rechts im Bild, angrenzend die Niere. Genau. Und das ist jetzt tatsächlich eine so eine Bauchfelltasche, wo sich das Blut am ehesten sammeln würde. Das heißt, wenn wir da freie Flüssigkeit sehen, eine schwarze Pfütze sozusagen, dann wüssten wir, sie hat jetzt im Moment, wenn sie ein Trauma vorher hatte, wahrscheinlich eine innere Blutung. Die Bildqualität des Mini-Ultraschalls kann nicht ganz mit der großer Apparaturen mithalten. Trotzdem sind die kleinen Geräte ein optimales Diagnosemittel. Hier sehen wir so ein Beispiel von einem konventionellen Röntgenbild von einer Lungenwassersucht, also von einem Lungenödem, in dem Fall sogar ein Höhenlungenödem, was also irgendwo auf dem Berg auftritt. Auf dem Berg habe ich normalerweise nicht unbedingt Röntgen verfügbar. Beides liefert die gleiche Aussage. Und es ist auch von der diagnostischen Aussagekraft, von der Genauigkeit und Treffsicherheit ziemlich vergleichbar. Man kommt jetzt sogar mehr und mehr zu der Auffassung, dass diese Ultraschalldiagnostik der klassischen Röntgendiagnostik überlegen ist. Die Studierenden sind an der neuen Technik sehr interessiert. Was ich halt schön finde, ist im Ultraschall, dass man seinen Lernfortschritt irgendwie relativ rasch merkt, dass man am Anfang da ist und einfach fasziniert ist von diesem Bild vom Schwarz-Weiß und einfach nichts erkennt und dann halt nach und nach, je öfter man das übt, immer mehr Strukturen auch erkennt. Also im regulären Medizinstudium, finde ich, kommt der Ultraschall ein bisschen zu kurz. Deswegen finde ich es toll, dass es Einrichtungen wie diese gibt, wo man eben tagtäglich üben kann und auch professionellen Rückhalt hat, der einem eben zeigen kann, worauf es dann letztendlich ankommt. Nebenwirkungen wie Gewebsschädigungen direkt durch den Ultraschall kennt man bislang keine. Trotzdem kann das mobile Ultraschallgerät indirekt etwa bei einer Reanimation Schäden anrichten, nämlich dann, wenn die Helfer nicht damit umzugehen wissen. Was hilft dem Patienten am besten? Eine gute Herzdruckmassage mit wenig oder keinen Pausen. Ja. Und was passiert, wenn man jetzt den Ultraschall aufsetzt und sagt, ah, warte, ich hab's gleich, ah, mach mal Pause, ich sehe nichts? Dann verlängern wir diese Hands-off-Zeit, ja, also die Zeit, wo nicht gedrückt wird. Und da haben jetzt tatsächlich Studien gezeigt, die wird de facto verlängert. Das kann ein Problem sein. Und deswegen muss man es einfach kräftig üben. Übungen mit dem mobilen Ultraschall gibt es an der Uni Freiburg als einer von ganz wenigen Universitäten in Deutschland. Im Pilotprojekt können die Studierenden mit 7 Geräten Erfahrungen sammeln. Das, was wir hier tun, ist eine Art Grundausrüstung, eine Art Sprungbrett für die weitere Qualifikation mit dieser Methode. Die Studierenden sollen hier rausgehen, sie sollen wissen, das gibt es. Das kann die Methode und ich habe keine Angst mehr, einen Schallkopf in die Hand zu nehmen. Ich weiß jetzt, wie ich anfangen kann und wo ich weiterlernen kann. Das ist unser großes Ziel. Die Teilnahme an der neuen Zusatzausbildung ist freiwillig. Durch sie lernen die Studierenden bereits heute einen wichtigen künftigen Standard in der Notfallmedizin kennen.